Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Minecraft Let's Play und vor allem wieder zu einer weiteren Aufnahmesession, beziehungsweise zu einer weiteren verschnupften Aufnahmesession. Ich hoffe, man hört es nicht zu stark, aber ich habe irgendwie die letzten Tage ein bisschen Schnupfen. Aber ja, das sollte mich jetzt nicht aufhalten, diese kleine, aber feine Aufnahmesession zu machen. Wie ihr seht, ja, ich habe, oder wie ihr hört, eher, ich habe wieder vor, Aufnahmesessions zu machen. Das war ja so eine Überlegung von mir letztens, ob ich das nicht doch lieber immer die Videos einzeln aufnehmen will. Aber ich habe letzte Woche gemerkt, nee, Mann, das ist es nicht. Also, keine Ahnung. Erstens liegt es daran, dass ich ein bisschen Probleme, sage ich jetzt mal, damit hatte, ständig mir neue Dinge zu überlegen, die ich in der Folge machen will. Und zweitens konnte man irgendwie nicht anfangen zu labern. Und ich habe dieses Format, weil ich gerne laber. Nee, das ist nicht der Grund. Aber ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, laber ich sehr gerne. Und das ist, wie gesagt, nicht so gut möglich, wenn ich immer begrenzt nur so maximal eine halbe Stunde aufnehme. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal wieder ein paar Schäfchen nackig machen. Oh, jawohl. Da geht die Mucke auch schon ab. Ja, was habe ich vor in dieser Folge, in dieser Aufnahmesession? Vor allem habe ich eine Sache vor, produktiver sein als in der letzten Folge. Aber ich glaube, das schaffen wir. Ja, also was da abging, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch das Erste, was ich in dieser Folge machen werde. Erstmal diese Schandtaten hier aus der letzten Episode erstmal entfernen hier. Och Mann, ey. Das, ja, das lief irgendwie alles nicht so ganz nach Plan. Aber hey. Ja, doch, hier können wir mal. Obwohl, den Stein brauchen wir eigentlich. Brauchen wir jetzt gar nicht von dem. Oh. Stimmt, wir haben ja noch 3 Dias gefunden in der letzten Folge. Weißt du, kaum Eisen gefunden, aber 3 Dias. Let's go. Ja, wir haben jetzt immerhin 11 Eisen. Also, ich würde sagen, das ist schon mordsmäßig viel. Da müssen wir auch irgendwann mal los. Habe ich aber gerade nicht so Bock drauf. Ich meine, die Fässer, die werden wir definitiv noch gebrauchen. Also, es war jetzt nicht schlimm, dass wir die gemacht haben. Ich mache die Musik noch ein bisschen leiser. Die nervt mich nämlich gerade. Tatsächlich. Mensch, ich wollte eine Axt machen. Das war's. Ich habe gerade überlegt, was ich wieder machen wollte. Man kennt's. So. Nee, was wollen wir machen in dieser Folge? Ich möchte eine Sache weiter fortsetzen. Ein Thema, sage ich jetzt mal, was wir schon angefangen haben. Was heißt Thema? Ein Projekt, was wir angefangen haben, aber dann nicht fertig gemacht haben, wie bisher jedes Projekt auf unserer schönen Map hier, die ich gemacht habe. Ja, wir haben ja noch nichts fertiggestellt hier. Das Haus ist so ziemlich die größte Baustelle eigentlich bisher. Aber ich möchte mich der Mühle widmen, denn ich bin der Meinung, die hat so langsam mal so ein Mühlenblatt verdient. Ich glaube, so hieß das. Ich habe nämlich immer überlegt, wie das hieß, aber ich glaube Mühlenblatt oder Mühlenrad. Wir sagen einfach Mühlenrad, dann machen wir nichts falsch mit. So, erstmal sieht das jetzt doch mal wieder 10-mal besser aus als vorher. Ja, dort soll endlich eine Mühle draus werden. Sprich, dort. Wow, das braucht echt lange, Alter. Ja, dort soll ein Mühlenrad hin. Und ich war noch am Überlegen, ob ich das Ganze so kreuzartig mache, weil ich habe mal nachgeguckt, wie Mühlen in echt aussehen. Ja, im echten Leben gibt es tatsächlich auch Mühlen. Oh, warte mal, das sieht schön aus. Thumbnail-Time. Ist das nicht schön, Leute? Ich finde auch. Nee, also ich habe mal geguckt, wie die so aussehen. Und die haben immer Bilder gemacht, wenn die haben ja meistens 4 solcher Mühlenblätter. Ich sage jetzt mal Mühlenblätter. Vom Mühlenrad so einzelne Blätter. 4 Stück und die sind immer so schräg wie so ein X angeordnet. Aber in Minecraft ist es schwer, mit Blöcken eine gerade Linie zu formen, die schräg läuft. Sprich X-förmig. Ich habe vergessen, mir Weizen mitzunehmen. Ich muss nochmal raus. Und deswegen war meine Überlegung, ich mache es trotzdem so, wie es eigentlich auch relativ typisch ist, glaube ich, für Minecraft. Ich werde das Ding einfach wie so ein Plus machen.
Aber ich versuche es mal so zu machen, wie die auch so in echt aussehen. Also, ich zeige es euch nachher einfach, weil ich glaube, ich kriege das jetzt nicht plausibel erklärt. Ja, genau, Weizen wollte ich noch holen. Und dann beglücken wir wieder unsere Kühe. Das war doof. Das war sehr doof, aber glücklich. Scherweise ist nichts passiert. Ah jo, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt auf Überlebens bin. Überlebens bin ich. Ich keck. Ich meine auf... Wie heißt's? Weil ich verliere, glaube ich, auch kein Essen. Friedrich. Genau. Nein, ich war auf normal. Einfach meine ich. Ich mache weiterhin einfach. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, aber... Wir bauen ja hier überwiegend und das ist ja kein Minecraft durchspielen um 3 Uhr nachts Video. Und hier sind noch zwei. Die dicke Bertha und der Peter. Alter, wie viele Kühe wir mittlerweile haben. Sehr schön, dann sollten wir irgendwann dann auch mal unser Bücherregal bauen, Alter. Wir sind so eine richtige Kuhmama, Alter. Junge, das sind nur die Kühe hier oben. Unten haben wir auch noch welche. Ich würde sagen, unsere Kuhmaschinerie läuft so langsam. Da können wir dann bald mal ein paar schlachten. So, ne, ich habe mir gedacht, wir machen das Mühlenrad. Das könnte aber sein, dass ich das so in 10 Minuten durchgeklassert habe. Dann würde ich sagen, bauen wir den Weg mal ein bisschen weiter. Dass wir so langsam aber sicher hier hinten mal dann anfangen mit der Scheune. Da ist ein Creeperino. Ja, ich genau gesehen. Auch wenn die wirklich fast 1:1 aussehen wie das Gras. Also wirklich, wer dieses Texture Pack entwickelt hat, hätte es kaum schwerer machen können. Guck ihn dir an. Was bist du? Oh ja, komm. Oh, Belize. Stirb! Oh! Das war close. Das nicht. Ich finde das einfach schön mit dieser, dass wir so eine Insel haben. Also eher Halbinsel, aber ihr wisst, was ich meine. Ach Mann. Och nö. Aber wenigstens ein sauberes Loch. Ach Mann, ey. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich habe zwar meinen... Ach, der nächste. Jungs, ey, wirklich. Irgendwann ist genug. Ja, komm her. Komm her. Ja, komm. Oh. Ich meine, es sieht gewollt aus. Ich bin da jetzt ehrlich. Ich mache das, falls wir nachher noch ein bisschen überschüssige Time der Englisch sprechende oder ins Englisch switchende Boss. Falls wir noch ein bisschen überschüssige Zeit haben, dann mache ich das weg. Aber mich stört es jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Könnte man hier so irgendwas Kleines reinbauen, wäre ganz lustig. Das hier sieht auch schön aus, aber das ist eigentlich im Weg hier. Auch wenn der See nicht schlecht aussieht, eigentlich ist er am Weg. Ja, aber ich würde sagen, ich werde sicherlich noch ein bisschen Zeit haben nachher, wenn wir hier den Weg mal noch fortführen bis hier so, denke ich mal. Und dann müssen wir eh erstmal gucken, wie wir das Teil dann hier hinbauen. Dass wir irgendwann mal das Haus für uns haben und nicht die Kühe das weiterhin beanspruchen. Und dann ist irgendwann auch mal die Seite hier drüben dran. Weil wir haben derzeit nur die Seite des Weges schön. Guck, wenn man so hier den Weg entlang laufen würde, wäre es schön. Wenn man so hier lang läuft, ist es halt lame. Deswegen, das müssen wir machen. Und ja, ich drücke mich so ein bisschen vom Haus, das gebe ich zu. Aber egal, das ist jetzt nicht Thema. Thema ist das gute Stück hier. Wie viel Wolle haben wir? 7. Damit kommen wir nicht so weit. Ich habe drüben, glaube ich, noch was. Ach, moin. Mensch, lang nicht mehr gesehen, mein Guter. Freut mich, dass die immer in meinem Haus spawnen und nie sich mal woanders hingesellen. Ach, Mensch. Ach ja, anderes Thema. Das habe ich in der letzten Folge voll vergessen anzusprechen. Das wollte ich eigentlich ansprechen. Wo haben wir es denn? Ich bin gerade überfordert. Ich suche und möchte was ganz anderes ansprechen. Das ist gar nicht gut. Ja, wir haben keine Wolle mehr anscheinend. Dann werden wir noch ein bisschen schnibbeln müssen. Dann machen wir das doch. Was ich sagen wollte,
Ich habe ja mal gefragt, ob ihr mit automatischen Farmen einverstanden wärt. Und wenn ja, welche Art von oder beziehungsweise wie krass die sein können. Und ihr meintet, es ist okay. Ah, der will hier kahl geschoren werden. Du kriegst eine Klatze, mein Guter. Und ihr meintet, es wäre okay, wenn wir zum Beispiel eine Fishing-Farm machen. Hier automatische Autoangler. Wie heißt das? Auto-Fish-Station. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also so eine Angel. Ach Mann, Fishing-Farm. So, jetzt habe ich es. So eine automatische Fishing-Farm. So, da meintet ihr, dass das okay wäre. Und da dachte ich mir so, ja, easy, baue ich die, die ich sonst auch immer gebaut habe. Ist ja auch eine gut funktionierende Anlage. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass Mojang tatsächlich solche Sachen patcht. Mit anderen Worten, die haben die Fischfarm, so wie sie früher mal funktioniert hat, insofern gepatcht, dass man jetzt nur noch Fische rausbekommt. Also man kann die zwar noch verwenden, aber du kriegst halt nur noch Fische raus und du kriegst keine seltenen Items mehr. Was halt nicht Sinn der Übung ist eigentlich, weil ich das Ganze halt wegen den seltenen Items machen wollte und um nebenbei halt noch ein bisschen Level zu farmen. So, deswegen hat sich das eigentlich für mich erledigt gehabt. Dann habe ich immer nachgegoogelt, was es so für aktuelle Versionen gibt und es gibt einige Bauten, die ich auch teilweise ausprobiert habe in einer anderen Welt, einfach um zu gucken, ob es sich lohnen würde, dazu ein Video zu machen oder nicht. Und nee, die haben nicht funktioniert. Also keine Ahnung. Dann habe ich noch mal, dann habe ich noch eine gesehen, aber die war mir zu aufwendig. Das war viel zu viel Redstone und so ein Shit und da habe ich nicht durchgeblickt. Das war einfach zu viel für mein Hirn. Und da bin ich dann letztendlich dabei geblieben, dass ich euch einfach entscheiden lasse. Soll ich trotzdem die Fishing Farm bauen, diese Standard Fishing Farm, die auch noch funktioniert, aber halt, wo man nur Fische rauskriegt. Einfach damit ich, hat er mich gesehen? Gesehen hat er mich, aber habe ich ihn angeguckt? Nee. Ach Mann, jetzt war ich raus. Ey, danke, Mann. Nee. Sag mal. Ey, ich bin so leicht ablenkbar, das ist unnormal. Deswegen schalte ich auch häufig bei in der Schule oder so, habe ich häufig auf Durchzug gestellt. Sprich, man konnte mich von der Seite anlabern, aber es hat mich nicht gestört. Aber ich habe dann auch häufig, das war so, da habe ich komplett auf Durchzug dann gestellt. Da habe ich weder von dem, was mir dann gesagt wurde, von meinen Banknachbarn, noch das, was der Lehrer mir gesagt hat, zugehört. Ich saß einfach nur da und habe vor mir hin vegetiert. Das war meine Schulphase. Nee. Nee, aber ich kann auch zuhören. Ich würde sogar sagen, ich bin ein guter Zuhörer, weil ich verdammt gut darin bin, so zu tun, als würde ich gerade aufmerksam zuhören. Obwohl ich null zuhöre. Ich weiß nicht, aber das habe ich mir so antrainiert in den letzten Jahren. Ich bin wahnsinnig gut darin. Wollte ich nochmal gesagt haben. Deswegen, falls man mal einfach sich was von der Seele reden möchte, was einem vielleicht zu privat wäre, das Leuten zu sagen, erzähl es einfach mir. Ich habe die Hälfte davon danach eh vergessen. ja, ich kann nicht schälen. Schälen vor allem. Scheren. Nee, wo war ich denn jetzt? Ah ja, bei der Fishing Farm. So, wenn ihr sagt, ach ja, doch, macht die ruhig. Sammeln ein bisschen Level, dann können wir endlich mal auf Level 30 verzaubern. Ich meine, dafür brauchen wir noch ein paar Bücher, aber irgendwann können wir es dann mal machen. Und ich hätte da echt derbst Bock drauf. Vor allem können wir uns dann mal eine heftige Angel machen, um dann angeln zu gehen. Weil ich vor allem Reparatur, also Mending, Bücher haben will. Kenne ich noch von früher, ich weiß. Heftig. Und die kriegt man halt am einfachsten durch entweder Villager oder durchs Angeln. Und Angeln finde ich irgendwie cooler. Da könnte ich mich auch mal hinstellen und dann einfach so eine Art Zeitraffer machen. Und dann, keine Ahnung, gucken wir, was ich in einer halben Stunde Angeln rauskriege. Schaue ich mir nebenbei ein YouTube-Video an oder so, damit ich nicht komplett einschlafe. So. Aber ja, das können wir mal überlegen. Deswegen, falls ihr die Idee gut findet, beziehungsweise falls ihr mit der Idee einverstanden seid, sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren. Und dann machen wir das. Oder halt nicht. Je nachdem. So, jetzt haben wir, glaube ich, sage ich jetzt mal einfach so, haben wir genug.
denke ich jetzt mal stark. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen, wie wir das machen. Ja, ich brauche noch ein Fass. Und nee, ich kann leider nicht meinen Bauch verwenden. Platz da. Komm, Hundi. Ich schiebe dich mal wieder auf deinen Platz, mein Süßer. Der ist schon knuffig, ey. Vor allem dieses Halsband, ey. Voll nice. Du weißt, was es heißt, wenn jemand ausspricht, ne? Auch wenn du wieder rein willst. Heißt nur eins. Geben die Leder? Nee, ich mach's nicht. Mann, ich wollte doch... Ah ja, ich wollte ein Fass holen. Aber heute läuft wieder bei mir. So wie meine Nase. Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Mann. So, Fass. Ist nämlich gut für diesen Vorbau dann. Weil die sind ja theoretisch flexibel, die Mühlenräder. Dementsprechend können wir das ja auch so bauen, als wäre es theoretisch möglich. Natürlich in der Praxis nicht, aber dass es so aussieht, als wenn. Finde ich ganz cool. Von innen können wir das theoretisch auch mal so ein bisschen ausgestalten, dass das hier ein bisschen hübscher ist. Keine Ahnung, noch ein kleines Regal hin, weil wir auch so viele Bücherregale gerade übrig haben. Also vielleicht irgendwann mal. Oder hier könnte man... Ja, keine Ahnung, muss man gucken. Und an sich könnte man auch so einen Holzstab hier einmal durchrammen. Wäre, glaube ich, auch relativ realistisch. Muss man mal schauen. Da können wir sogar pennen gehen. Super Sache, dass ich hier ein Bett hingebaut habe. Einfach clever, der Typ. So, jetzt muss ich mal schauen, wie wir das am besten machen. Denn ich habe wahrscheinlich nicht genug Erde, um mir ein schönes Gerüst zu bauen. So ist es. Ich versuch's trotzdem. Kenne ich nichts. Boah, wenn wir jetzt schon mal die Animal Crossing Musik hören, ne? Spielt es noch jemand? Also, weil... Damals hat... Also, was heißt damals? Das ist halt vielleicht ein Jahr her oder so. Als das Neue rauskam, hat es ja wirklich jeder gespielt. Also, von den YouTubern und Streamern deines Vertrauens. Also es hat ja wirklich jeder gespielt, so gefühlt. So ja, habe ich mir das gedacht. Das Problem bloß, es macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt angenommen, also guck mal, so hier ist mein Plan dann. Wenn ich das so mache, man sieht es einfach nicht. Es war so unnötig. Ich mache einfach davor noch ein Fass. Mal schauen, ob das dann... Ach Mann, nee. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, spielt das noch jemand? Weil gefühlt nicht. So, alle haben die Hype-Phase mitgenommen und danach hat es keinen mehr gejuckt. Das Spiel. Also ich habe tatsächlich das Neueste auch nicht gespielt. Ich habe es früher immer mal gespielt. Also was heißt immer mal? Ich habe es früher halt echt gerne gespielt. Auf der Wii. Ja, auf der normalen Wii. Ach man, wir haben viel zu wenig Erde für viel zu viel Gerüst, was wir brauchen. Und nachher habe ich auch noch ein gutes Thema, worüber wir labern können, aber das muss ich jetzt nicht gleich am Anfang machen. Ist nämlich ein Fußballthema und ich weiß nicht, ob dann ein paar Leute da abschalten, wenn ich anfange über Fußball zu labern. Mache ich aber gerne. So, ist mal wieder falsch gelaufen. Heute ist echt mein Tag. Obwohl, heute war eigentlich ein chilliger Tag, auch auf Arbeit. Also so generell war eigentlich ziemlich nice heute. Ach Mann, ey. Hier hat man mal Erde, wenn man so braucht. Na gut, dann machen wir es aus Kobbel. Muss auch gehen. Guck, jetzt haben wir den Stab da nach vorne. Ich glaube, das sieht dann blöd aus. Das ist wie so eine Pinocchio-Nase. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Weiß ich nicht. Mir fällt auch gerade auf, so wie ich es gebaut habe, brauche ich das Fass dort in der Mitte nicht lassen. Dann können wir uns nochmal Ressourcen sparen. Weil die auch so aufwendig sind, die Fässer. So.
Wichtig ist es, sich eine gute Vorauslage zu setzen, genau. Voraussetzung zu la... wie heißt's? Egal, alles gut zu planen. Und das machen wir mit diesem schönen Gerüst hier. Übrigens, ich liebe... Das ist mir vorhin bloß aufgefallen, ich liebe diese Werkbank. Sie ist seit gefühlten 10, 20 Folgen dort am Rumschweben. Es ist unfassbar.